Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von BlazyBeaks. In der letzten Folge sind wir, glaube ich, ja, wir sind ins rote Gebiet gekommen zumindest. Ich habe euch gefragt, welchen Charakter wir dieses Mal spielen sollen und ihr wolltet, dass ich wieder Dizzy spiele, von daher spielen wir nochmal Dizzy. Ist ja auch der geilste Charakter, muss man ja einfach mal so sagen, ne? So. Okay, ich habe eine Weile nicht gespielt, deswegen gar kein Plan, wie das geht, aber eventuell bin ich heute ein bisschen besser drauf, dass das besser läuft. Das Spiel ist ziemlich laut, Leute. Ich muss mal... So. Ja, also anscheinend gefällt euch dieser Charakter sehr, sehr gut. Das Video hat auch tatsächlich einige Likes bekommen. Da nochmal danke, dass euch das anscheinend auch wirklich gefällt. Und ja, ansonsten mein Kiefer tut irgendwie voll weh. Das wollte ich einfach mal ansprechen. Ich weiß nicht warum. Ich habe auch schon irgendwie alles Mögliche probiert, dass das nicht so doll weh tut. Es wird keine Waffen im Shop zu kaufen geben. Ist okay, ich habe sowieso die stärkste Waffe aller Zeiten. Und hier... Chance, eine Münze und einen Schlüssel zu verlieren, wenn du das nächste Level betrittst. Ja, von mir aus. Alles mitnehmen hier. Ja, ich wollte das Spiel wieder auf Englisch stellen. Und ja, Kloxen, du hast mir sogar geschrieben, dass in den Kommentaren, dass ich das nochmal machen soll. Ich hab's trotzdem vergessen, weil ich ein dummer Vollidiot bin. Wenn ich gleich sterbe, dann mache ich das hundertprozentig, okay? Okay, Leute, ich merke mir das jetzt. Aber ja, mein Kiefer tut gerade mega doll weh. Keine Ahnung, warum. Kann 5 Sekunden lang nicht schießen, nachdem du Schaden genommen hast. Okay, hatten wir auch letztes Mal schon. War nicht ganz so geil. -30% Waffenschaden ist mega assig. Ich hoffe, wir kommen in den Shop, bevor wir zum Boss kommen. Weil sonst brauchen wir da, glaube ich, wirklich Ewigkeiten. Ich denke auf jeden Fall, dass das mit dem Kiefer damit zusammenhängt, dass ich in der... Oh, jetzt machen wir richtig wenig Damage, Leute. Aua. Dass ich in der Schule damals... Da gab es so einen kleinwüchsigen Typen. Also der war auch mein Kumpel und so. Wir waren eigentlich gut befreundet. Und... Keine Ahnung, ich habe den Bagger geärgert und dann wollte er mir auf die Schulter schlagen. So, war jetzt so gut. Dafür ist er dann hochgesprungen, weil er sonst nicht angekommen wäre. Und währenddessen habe ich mich aber zu ihm hingedreht. Und statt meine Schulter zu treffen, hat er dann voll gegen meinen Kiefer geschlagen. Das hat auch richtig doll weh, mehrere Tage tatsächlich. Tat ihm doch richtig leid, dass er mich da gehauen hat und so. Aber ja, seitdem ist irgendwas mit meinem Kiefer ganz komisch. Ich bin damit aber nie zum Arzt gegangen. Und jetzt habe ich irgendwie ab und zu mal das Gefühl, dass genau wegen diesem Schlag... Ab und zu mein Kiefer, ganz komisch ist. Ich weiß auch nicht, aber auch nur auf einer Seite. Leute, vielleicht ist ja ein Arzt unter euch, der mir sagen könnte, ob das von sowas kommen kann. Aua, ob mein Kiefer jetzt irgendwie verrenkt ist und alles ist scheiße. Und was ich dagegen tun kann. Ich habe halt schon probiert, irgendwie an meinem Kiefer einfach ein bisschen, aua, oh Gott, herumzudrücken. Neben den Ohrläppchen ist da so eine Stelle, wo man drücken kann und dann... Tut da der Kiefer so ganz doll weh, aber auch auf beiden Seiten. Ich glaube auch bei jedem normalen Menschen tut das da weh, wenn man da drückt. Gibt's da irgendwie? Das sind, glaube ich, so Akupunkturpunkte einfach. Oh shit. Oh shit, ich kann ja nicht angreifen. Oh, danke. Gut, dass wir diese Waffe haben. Ah, ich habe vergessen, dass ich 5 Sekunden nicht angreifen kann, nachdem ich einmal getroffen wurde. Oh Gott, jetzt brauchen wir aber ganz dringend ein Herz. Aber so richtig dringend. Ach du Kacke. Ist doch irgendwas am Leben? Ja, oh Gott. Wieso lebt hier noch was? Wieso lebst du noch? Das finde ich nicht gut. Bitte stirb einfach. Wieso gibst du mir kein Herz? Oh, ein Fisch. Fisch ist ja erstmal nett. -1 HP jedes Mal, wenn deine aktive Fähigkeit aufgeladen wird. Außer du hast nur noch 1 HP übrig. Stimmt, wir haben ja noch eine aktive Fähigkeit. Ja komm, jetzt haben wir schon so viel Stuff. Wenn wir jetzt gleich... Nee, das ist der Boss. Wenn wir jetzt gleich mal einen Shop bekommen könnten, dann können wir da richtig viel Zeug abgeben und unsere ganzen Artefakte abgeben. Und dann sollten wir danach, glaube ich, richtig stark werden. Ich glaube, das ist eine sehr gute erste Ebene, wenn wir sie denn überleben. Ansonsten nicht. Eventuell waren wir jetzt schon viel zu gierig und haben einfach viel zu viel Stuff mitgenommen, dass es hier sehr, sehr anstrengend wird. Wir brauchen aber wirklich noch einen Shop, auf jeden Fall, hundertprozentig, bevor wir zum Boss gehen können. Deswegen werden wir jetzt auch noch nicht zum Boss gehen. Das wär, glaube ich, Selbstmord. Da haben wir den Shop, das heißt, wir müssen nur noch diese Ebene einmal überleben. Ich setze mal kurz unsere Fähigkeit ein. Denn wir haben ja sowieso gerade nur ein Leben, das heißt, wir verlieren da auch kein Leben. Oh Gott, ey. Lebt noch was? Ja. Ich habe mir auch vorgenommen, ich gucke jetzt einfach mal öfters auf meinen eigenen Charakter, weil ich glaube, dann kann ich besser ausweichen, als wenn ich immer auf die Gegner achte. Und dann schieße ich halt so random in der Weltgeschichte rum und hoffe, dass ich vielleicht irgendetwas treffe. Das war der Plan, Leute. So. In den Raum gehen mit der Laterne und bitte gib mir tolle Sachen, am besten Leben oder so. Danke. Und da Leben bei? Ich erkenn's nicht. Verdoppelt die Chance, mehr Schlüssel zu plündern. Können wir erstmal mitnehmen. Erhöht die Chance, mehr Artefakte zu plündern. Ist kacke. Aber, also wir nehmen sowieso alles mit, aber ja. 30% Rabatt für Waffen im Geschäft. Okay. +1 Max HP. +1 HP.
Das klingt sehr gut. Plus 2 Max AP und plus 2 AP. Dann haben wir wieder. Ne, wir haben nicht volle Leben, aber 4 von 6. Chance, weniger Feinde im gesperrten Level zu haben. Auch mega gut. Und nochmal plus 2 Max AP. Alter, okay, dieser One kann wirklich mega, mega gut werden, wenn wir noch ein paar Herzen finden. Ansonsten können wir natürlich immer noch recht schnell sterben, weil wir nur 4 Herzen haben. Und es gibt ja leider ein paar Gegner, die zumindest 3 Leben abziehen. Ich glaube, den Fisch können wir wieder mitnehmen, weil der hat nur gemacht, dass keine... Ah, nee, können wir nicht mitnehmen. Nee, find ich zu stark gerade, wenn wir den Fisch mitnehmen. Jedes Mal ein Leben verlieren, wenn wir unsere Attacke einsetzen. Not good. I don't think so. So, wieder der Newt, Leute. Mein Lieblings-erster Boss. Ist ja auch der einzige erste Boss. Nein, in Wirklichkeit hasse ich den. Newt, du bist kacke. Wieso ist das der erste Boss, der ist so nervig? Mit seinem komischen Stuff hier. Hier, ich stehe hier. Ja, danke. Guck mal, ich habe noch eine Fähigkeit, dass ich dich schneller angreifen kann. Wow, und das Ganze jetzt nur noch 2-mal. Du bist ein richtig spannender Boss. Muss man ja einfach so sagen. Warte, warte, nein. Oh, ich stand doch hier oben. Ach. Leute, wie findet ihr diesen ersten Boss? Ich finde den wirklich mega kacke. Der gefällt mir gar nicht. Oben ist ein Herz, das werden wir gleich mitnehmen. So, gut, danke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, na 7. 7 mal zumindest getroffen. Oh, er macht gleich nochmal. Das ist aber nett von ihm. So, ich glaube einmal noch, dann sollten wir es hinkriegen. Gehen wir auf die andere Seite. Sehr schön. Sollte an sich lang. Ja. Nice, you. Haben auch wieder volle Leben. Mega gut alles. Was haben wir hier? Reduziert Nachladegeschwindigkeit und Feuerrate um 40%. Uff. Das ist heftig. Nehme ich nicht mit. Fähigkeit, sich auf die Luke zu teleportieren. Aha. Abkühlung 8 Sekunden ist ja mega doll. Verdoppelt die Chance, mehr Herzen zu plündern. Finde ich gut. Die anderen Sachen mag ich nicht so gerne. Lassen wir da. Wir werden diesmal gut spielen, Leute. Wir werden ein bisschen überlegter spielen. Ich werde hier mal meine Fähigkeit einsetzen, weil die Dinger sind wirklich mega assig, wenn sie zu einem hinkommen. Ich glaube, die ziehen gleich 3 Leben ab, wenn sie explodieren. Nicht gut. Und wir haben auch gelernt, keine komischen Grabsteine und sowas angreifen, weil da kommen... Ach, bei denen nicht? Nur bei denen? Hä? Warte mal. Kommen da nicht Geister raus? Wieso kommen da jetzt keine Geister? Ich glaub's nicht. Gut, wir gehen in den Shop. Kann mir übrigens mal jemand sagen, wenn ihr dieses Spiel kennt, ob der Shop öfters in einer Ebene kommen kann? Also ich bin ja jetzt hier gleich am Anfang in den Shop gegangen, aber vielleicht war das gar nicht so gut. Wisst ihr, was ich meine? Dass man, wenn man ihn am Anfang ausgelassen hat, ob er dann vorm Boss nochmal spawnen kann. Das würde ich gerne mal wissen. Weil das hat mir jetzt quasi gar nichts gebracht, zum Boss zu gehen. Zum Shop zu gehen. Ich habe auch in letzter Zeit gemerkt, dass ich mich recht häufig verspreche irgendwie. Links und rechts ist so richtig heftig. Da verspreche ich mich richtig häufig. Und auch bei... Oh Gott, okay. Auch bei irgendwelchen Spielnamen und sowas. Oh mein Gott, ich verliere gerade viel zu viele Leben. Nenne ich manchmal ganz komische Sachen. Zum Beispiel letztes Mal bei Dead Cells habe ich Dark Souls und sowas gesagt. Mein Kopf ist nicht ganz auf der Höhe. Vielleicht liegt das auch am Kiefer. Du verlierst 2 Münzen für jeden einen Schaden, den du bekommst. Ist okay, ich glaube, wir brauchen die Münzen sowieso für gar nichts. Du kannst keine Schlüssel abholen, wir haben 2 Schlüssel. Ist halt jetzt die Frage, wann der nächste Shop kommt. Ob der wirklich kommt in dieser Ebene noch oder ob wir jetzt wirklich auf die nächste Ebene warten müssen. Keine Schlüssel. Wir haben 2 Schlüssel, ich nehme es mal erstmal mit. Bitte verurteilt mich nicht dafür, bitte, bitte. Ach ja. Was noch? Ich hatte, das ist zwar jetzt auch schon ein bisschen her, ich glaube so eine Woche oder so. Oh Gott. Ich muss hier ganz schnell weg, ich brauche ganz dringend das Herz, danke. Und da hatte ich schwarzes Wasser. Ich glaube, ich habe das auf Twitter, glaube ich, gepostet, so ein Video oder nur Bilder, ich glaube nur 2 Bilder. Auf jeden Fall kam aus meinem Wasserhahn einfach schwarzes Wasser raus. Leute, ich nutze euch jetzt einfach mal aus, dass ihr mir sagt, was das bitte sein kann. Ich habe natürlich sofort die Wasserwerke hier angerufen, weil ich habe deren WhatsApp-Nummer einfach, oder von so einem privaten Dude, der immer auf Bereitschaft ist, und der hat mir letztes Mal schon seine WhatsApp-Nummer gegeben, weil ich hatte ja schon mal das Problem mit dem Wasser. Oh Gott. Wir müssen auf diese Mörser auf jeden Fall aufpassen. Ich kann die Schlüssel nicht einsammeln. Ich habe hier gerade voll Angst, Leute. Dass da so seifenartiges Wasser rauskam. Da meinte dann der Kloxen in einem Kommentar, dass das eventuell kommen könnte, weil in der Leitung wohl irgendein Tier gestorben ist. Und wenn Tiere sterben, dann werden die irgendwann zersetzt und machen so seifenartiges Zeug. Und daran kann das kommen, dass da vielleicht irgendeine Maus oder so drin verreckt ist. Du stirbst sofort, indem du jeden Feind berührst. Mega schlecht. Du kannst keine Münzen einsammeln. Ist okay. Oh Gott, ey. Wollen wir jetzt schon zum Boss gehen? Mit nur einem Herzen? Nee, ist doof, ne? Ja, und diesmal kam da halt einfach schwarzes Wasser raus.
Keine Ahnung, ob das Öl war, keine Ahnung, was das sonst sein könnte. Und vielleicht habt ihr eine Erklärung dafür. Die Wasserwerke hatten es nicht, die meinten einfach nur, ja, lass das doch ablaufen, dann passt das schon. Aber das kann doch nicht sein, das ist richtig strange. Keine Ahnung, was die Wasserwerke hier mit unserer Leitung machen. Richtig kacke. Vor allem, ich trinke halt mein Wasser immer nur aus dem Wasserhahn. Und wenn dann das Wasser noch irgendwie so vergiftet ist, keine Ahnung. Ich glaube, die wollen, dass wir sterben. Entfernt alle deine Münzen dauerhaft. Ist okay. Auch keine Münzen. Ja, das war auf jeden Fall auch so ein kleines Highlight bei der letzten Woche. So, what do we have here? Sand. Keine Beute von Feinden. Nee, mega schlecht, weil wir brauchen auf jeden Fall Herzen. Da schon mal eins. Müssen wir noch aufpassen, weil jeder Gegner hier kann tatsächlich 3 Herzen abziehen. Was nicht das Allergeilste ist. Ich bin immer noch nicht so richtig safe. Okay, wir müssen zum Boss. Wir haben nur 3 Herzen. Der Boss ist zum Glück nicht so stark. Meiner Meinung nach. Und ihn jetzt angreifen? Ja, tatsächlich. In der ersten Phase gleich angreifen. Und er hat zum Glück nur 2 Totenköpfe. Heißt, er hat nicht so viele Leben. Wie normalerweise, wenn man die ganze Ebene machen würde. Ist doch ganz nett. Ich glaube, der hat von Natur aus relativ viele Leben, oder? Wie viele Leben zieht er eigentlich ab, wenn er einen trifft? Weiß ich auch nicht. 2 oder 3? Ich hoffe nur 2, dass ich zumindest einen Hit überlebe. Au! Au! Und nochmal. Wir haben Spaß. Ja, cooler, cooler Action. Jeder mag es zu kullern. Kuller dir einen ab. Irgendwie fühlt sich das an, als wenn er mehr Leben hätte als sonst. Haben wir irgendein komisches Artefakt eingesammelt, das uns schwächer macht? Okay, eine Phase noch. Er wird irgendwie auch immer schneller, kann das sein? Oh, jetzt muss ich echt noch eine Phase machen. Oh, ich bin so dumm. Oh Gott, bitte hör einfach auf. Hilfe! Bitte Herzen? Ja, ein paar Herzen. Kann ich hier von irgendwas sterben? Ich hoffe nicht. Okay. Aber wir können nichts einsammeln, weil wir irgendein komisches Artefakt haben. Zum Glück können wir Herzen einsammeln. Oh, das wäre jetzt mega kacke. Erhöht den Explosionsbereich um 50%. Weiß ich nicht, ob ich das wirklich mitnehmen will. Max HP finde ich gut. Fähigkeit, ein Spawner-Ei zu legen. Okay. Probieren wir mal aus. Explodiert der dann? Tut der mir dann weh? Dann will ich den, glaube ich, nicht mitnehmen. Wenn er mir wehtut, nicht. So, wir gehen wieder in die Wüste, weil die Wüste war, glaube ich, letztes Mal netter. Die rote Ebene war irgendwie mega assig. Ja. Ich glaube, weiter als das sind wir noch nie gekommen, oder? Ich glaube, in der Wüste waren wir schon mal beim Boss, oder? Haben wir den Boss hier schon mal gesehen? Ich bin mir gerade so sicher. Ah, genau. Die hatten irgendwelche komischen Granaten geschmissen und haben irgendwie ultra viel Leben. Was geht ab mit denen? Hey, ich dachte, meine Waffe wäre schon voll stark. Ist sie nicht stark? Ich habe das Gefühl zumindest von den Waffen, die ich so kenne, dass diese Piranha-Pflanze, ich habe so viel Smash in letzter Zeit gespielt, diese Piranha-Waffe einer der stärkeren Waffen auf jeden Fall ist. Oh, stimmt, hier waren diese Viecher, die einfach im Boden rumgegammelt sind. Ich glaube, die habe ich letztes Mal auch einmal getötet, ne? Also nicht letztes Mal, aber in einer Folge zumindest. Ja, komm her. Die sind wirklich ultra nervig. Wenn die einen auffressen, dann machen die, glaube ich, auch sofort 3 Schaden oder so. So, schön. Und dann sind hier gleich so viele von den Dingern. Ich fass es ja nicht. Ach ja, was habe ich noch zu erzählen? Ich war bei Elton John, also dem Film. Diesen Rocketman heißt er, glaube ich. Also ich wurde gezwungen. Ich wollte eigentlich nicht hin. Meine Eltern haben aber einfach eine Karte gekauft. Und dann wurde ich gezwungen, da mitzugehen. Und das war recht cool. Ich war wieder in diesem Kino in Hamburg. Das ist so ein, naja, VIP-Kino würde ich es nicht sagen, aber schon so ein Premium-Kino mit irgendwie der neuesten Soundtechnik und was weiß ich. Und gerade für so Musical-Filme, wie jetzt halt dieser Rocketman-Film oder auch für Queen, den hatten wir auch da geguckt, ist das mega cool, weil die halt mega viel auf diesen Sound draufgehen und dass der richtig gut da ankommt. Also nicht nur dieses normale im Kino, dieser Sound, sondern es ist noch so eine Stufe obendrauf.
Ich glaube, Astor heißt die Technologie oder sowas. Dolby Astor, irgendwie sowas. Füllt deine HP. Gar nicht so schlecht. Reduziert den Säurebereich, auch gut. Einfach so ein Schwamm. Befüllt deine HP. Okay, dann haben wir zumindest volle Leben. Dieser Mann läuft richtig gut. Ja, da war ich auf jeden Fall. Und vor dem Film, bevor ich über den Film allgemein rede, war noch so ein Musiker. Der hat dann aber drei Lieder von Elton John halt nachgesungen. Und auch so richtig cool, so als Stimmung mache. Der hatte da dann sein Keyboard vorne aufgebaut, im Kino, wohl bemerkt. Und hat da dann einfach so ein bisschen rumgesungen. War mega witzig, Leute. Ich fand das toll. Der war auch cool drauf, muss ich sagen. Der hat richtig Stimmung gemacht. Und die Leute im Kino haben dann auch, sind auch alle mitgegangen, haben mitgesungen, haben mitgeklatscht. Richtig witzig, so ein Mini-Konzert einfach. Wie so eine Vorband beim Konzert, aber halt im Kino. Fand ich auf jeden Fall mega witzig. Danach halt war halt der Film. Ich muss sagen, ich fand Queen besser, beziehungsweise... Also kurz nachdem ich diesen Elton John Film geguckt hatte, hatte ich dem nur eine 6,7 gegeben. Weil ich das mit diesem Queen-Film halt verglichen habe mit Bohemian Rhapsody. Aber jetzt, wo ich so das ein bisschen Revue passieren gelassen habe, muss ich sagen, würde ich dann auf jeden Fall doch über eine 7 auf jeden Fall geben. So eine 7,3 vielleicht. Denn man muss den Film, glaube ich, eher als Musical ansehen, als Biografie oder so. Das ist eine Mischung aus beiden, aber eher als Musical müsste man das, glaube ich, sehen. Dann ist man, glaube ich, besser bedient bei dem Film. Ich habe auch mal nachgerechnet, wenn man die ganzen Lieder zusammenrechnet, die da gesungen worden sind, dann waren einfach 70 Minuten circa des Films nur Musik. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange der Film ging. Ich glaube mal so 2 Stunden oder so. Ich glaube, überlänger hat er nicht. Und von diesen 2 Stunden, also 120 Minuten, waren halt 70 Minuten einfach nur Lieder. Von dem her muss man aber auch mögen, sowas. Wollen wir gleich zum Boss gehen? Dann haben wir ihn zumindest gesehen. Ja, komm. Kennen wir den schon? Nein. Dreck! Der hat bestimmt Dreck am Stecken! Was bist du für einer? Bist du eine Kackwurst? Bist du dieser Typ aus... Bad Fury's Day, oder wie das heißt? Okay, okay, den kann man nur angreifen. Der kommt ab und zu mal raus und dann kann man den angreifen, ja? Okay, klingt der jetzt nicht so schwer. Der ist allerdings ein bisschen schwer anzugreifen. Okay, geht immer in seine Mitte zurück und greift dann einen an. Das ist aber, glaube ich, ganz gut. Wir sind nämlich recht gut ausgerüstet. Das heißt, wir brauchen an sich keine weiteren Artefakte mehr, glaube ich. Weil wir jetzt schon stark genug sind für alles. Heißt, wir können immer relativ schnell zum Boss gehen. Dadurch haben wir dann weniger Leben. Und sollten dadurch auch einfacher sein. Also ihr seht ja, der hat jetzt zum Beispiel nur in seiner Bossleiste nur einen Totenkopf. Der wirkt aber auch ehrlich gesagt ein bisschen einfacher als die anderen Bosse. Kommt drauf an, wie viel Schaden seine komischen Bienen hier machen, aber sonst wirkt er eigentlich gar nicht so schwer. Der ist auch nicht so unberechenbar wie der zweite Boss zum Beispiel, wo er hinfliegt. Ist ganz nett. Ich habe auch immer noch das Gefühl, dass DC einfach zu stark ist von Anfang an. Mit seiner komischen Waffe hier. Aber so, um das Spiel einfach mal zu zeigen, ist das, glaube ich, ganz gut. Ansonsten müsste man halt 12 Münzen irgendwie farmen. Ich glaube, die Waffe, die wir halt gerade haben, die kostet sonst 12 Münzen. Also allzu OP ist es auch nicht. Ich glaube auch, die kommt relativ häufig, dass man sie kaufen kann. Aber ja, Dizzy hat sie halt von Anfang an. Und das war jetzt gerade komisch, dass er einfach auf uns zugegangen ist, ohne in die Mitte zu gehen. Irgendwie, die Bosse haben auch so eine zweite und dritte Phase, oder? Aber nur so minder. Guck, der spawnt jetzt zum Beispiel ein bisschen mehr. Nicht so eine richtig krasse zweite Phase, wie zum Beispiel bei Dark Souls oder so. Oder Dead Cells. Da gibt's ja auch sowas. Aber zumindest so ein bisschen. Nein, kriegen wir das nicht noch hin? Komm, treff den einmal bitte, danke. Nice. Er hat uns, glaube ich, kein einziges Leben abgezogen, ne? Nice, Sir. Ein Teddybär. Fähigkeit, 3 Sekunden besiegbar zu sein. Nö. Waffenreichweite. Nee. Was haben wir hier noch? Ein Schlüsselanhänger oder so? Chance, dass die verschlossene Tür entriegelt wird. Nice. Blaues Bereich. Tun. Dingsbums. Haben wir noch nie gesehen. Mal gucken. Hier ist es dunkel. Das gefällt mir nicht. Kann man... Gibt es später vielleicht noch irgendwie eine Laterne oder so? Dass man... Okay, hier gibt's Fallen. Okay, erst mal raffen, was es hier alles gibt. Was machen die Gegner? Der eine hat eine Waffe. Das heißt, ja, der wird schießen. Der andere wird einen wahrscheinlich fressen oder was? Ich weiß es nicht. Das macht einen wieder instant tot. Und hier sind halt Fallen. Auf die müssen wir auf jeden Fall achten. Was ist das? Einfach nur eine Lichtquelle, ja? Okay. Kleine Geister gibt's hier auch.
Was machen die? Ich glaube, die spucken, sobald sie sterben. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Ich glaube, nur wenn sie sterben. Ja, dann explodieren die quasi so. Okay. Wirkt ja auf jeden Fall nicht so schwer. Die haben auf jeden Fall mehr Leben hier, die Viecher. So, aber ja, um nochmal auf den Film zurückzukommen. Ich kannte halt Elton John davor irgendwie so gar nicht. Ist jetzt nicht so meine Musik. Dachte ich immer. Das Einzige, was ich von Elton John wusste, er ist schwul, er sieht komisch aus. Und macht Musik für alte Menschen. So dachte ich zumindest. Und dass er wohl irgendwie zum Sir gekrönt wurde, zum Sir gemacht wurde. Keine Ahnung, wie man das nennt, Leute. Zum Sir degradiert wurde von der Queen. Ist ja wohl auch irgendwie ein Engländer oder so. Ihr merkt, ich hab wirklich immer noch gar keine Ahnung von dem. Aber ja, das war so das Einzige, was ich wusste von dem. Ich muss sagen, dafür fand ich den Film eigentlich echt gut. Also die Lieder vor allem. Ich wusste nicht, dass er so rockige Lieder macht. Also nicht rockig, eher so, weiß ich nicht, diese 60er Rock'n'Roll-Lieder oder 70er. So Elvis Presley-Lieder halt. Heutzutage wird man als Rock'n'Roll, glaube ich, was anderes bezeichnen. Eher so AC/DC oder so ein Scheiß. Ich glaube, das ist auch Rock'n'Roll. Aber der hat halt eher so Elvis Presley-Musik gemacht. So ein bisschen jazzig und trotzdem so, dass man da mitgehen kann. Ich mag sowas auf jeden Fall richtig gerne. Könnt ihr euch ja mal anhören, zum Beispiel Saturday Night All White und sowas. Das ist von Elton John zum Beispiel. Das finde ich mega gut. Und auch andere. Also der Film hat auf jeden Fall meine Ansicht nach zu Elton John sehr verändert. Guck mal, wir haben dieses eine Artefakt hier einfach doppelt. Visionsbereich? Nö. Deine Waffe stecken bleibt? Nein, danke. Das akkumuliert dann wahrscheinlich auch, ne? Und es wird keine Waffen im Shop zu kaufen geben. Das ist okay, das können wir mitnehmen. Okay, kann ich auf jeden Fall empfehlen, dass ihr den Film auch anguckt. Selbst wenn ihr Elton John nicht so mögt. Aber die Musik, die er macht, ist auf jeden Fall schmissig. Die Story fand ich so lala. War ein bisschen angelehnt, glaube ich, an Queen. Aber vielleicht hatten die auch einfach ein relativ gleiches Leben. Oh Gott. Kann natürlich auch sein. Ich will jetzt gar nicht so spoilern, aber... Ich kann ja mal sagen, auf jeden Fall Elton John war anscheinend auch sehr drogenabhängig. Und das war ja bei dem Queen-Typen auch der Fall, bei Freddie Mercury. Und irgendwie die Geschichten ähneln sich da schon ein wenig, möchte ich sagen. Könnt ihr mir mal sagen, wenn ihr den Film auch geguckt habt, wie ihr den fandet? Also ich mache das immer gerne mit so einer 1 bis 10er Bewertung. Wie ihr die fandet, 10 das Beste. Ich würde wie gesagt eine 7,2 geben oder so. Vielleicht auch 7,3. Fand ich also ganz gut. Nicht auf kaputte Artefakte verlassen werden, außer du hast... Was? Verlassen werden? Okay, da ist noch ein Gegner. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Die Geschwindigkeit deines Projektils wird reduziert. Nein, danke. Und wir müssen nochmal drauf achten, wenn wir getroffen werden, ob hier irgendwo so ein blaues Ding irgendwo hinfliegt an die Wand. Denn, da hat mich der Kloxen auch darauf hingewiesen, die gehen dann so an eine Wand, so ein blaues Ding, von unserem Körper aus. Das habe ich dann auch erst im Nachhinein gesehen, weil, danke da nochmal Kloxen, dass du mich dann aufmerksam gemacht hast. Und da scheint es dann irgendwo ein Geheimraum zu geben. Beziehungsweise da, wo dieser blaue Punkt dann hingeht, in der Wand, muss man einfach nur gegenschießen. Ich frage mich halt auch, ob das geht, wenn man noch keine Leben verloren hat. Aber da wird dann ein Geheimraum sein und ich habe halt noch nie einen Geheimraum in diesem Spiel gesehen. Und daher, da müssen wir auf jeden Fall mal drauf achten, wenn wir mal getroffen werden sollten. Oh nö! Ah, nur noch 4 Leben ist natürlich assig. Das sind 2 Hits. Ich finde das so blöd, dass es hier so dunkel ist. Oh. Das hasse ich auch bei Dead Cells. Diese dunklen Areas, Dark Souls auch. Überall diese dunklen Areas. Das ist super dumm. Oder auch dieser Curse of the Darkness bei Isaac. Mag ich überall dich. Überall dich. Das ist genauso wie diese nach unten Attacken bei x-beliebigen Spielen. Wo man sein Schwert nach unten halten muss und so attackieren muss. Alles blöd. Sachen, die Spiele nicht brauchen. Verdoppelt die Cooldown-Zeit für deine aktive Fähigkeiten. Nope. Okay, haben wir noch eine andere... Können wir irgendwo anders hingehen vielleicht? Nö. Okay. Ich würde zumindest gerne den Boss hier sehen, bevor ich sterbe. Damit ich weiß, auf was ich mich bei einem sehr, sehr guten Wandern mal einstellen könnte. Obwohl dieser Wand eigentlich auch schon mega gut ist. Bin halt leider nicht eingespielt, deswegen glaube ich, werde ich relativ bald sterben. Auch weil man hier einfach nicht so viel sieht und die einfach mega viel aushalten. Okay. Bitte nicht einsperren, das ist nicht nett. Nein, das ist nicht nett. Okay.
Okay, zumindest gesaved. Was ist das für ein Viech? Komm, da kommt das doch. Der hat ein Auge! Das ist ein Augendude! Was denn dein. Au, lol. Was hat mich da getroffen? Oh, es hat nur ein Leben abgezogen. Ich denke, es war nicht die Kugel, oder? Hast du mich einfach abgeschossen, du Typ da oben? Oh, eine Errungenschaft. Explorer! Nice. Haben wir schon zwei Errungenschaften heute bekommen. Mega gut, Leute. So langsam bin ich aber doch ein bisschen angespannt. Oh Gott. Könnt ihr bitte ein paar Leben droppen? Wäre euch sehr verbunden, wenn ihr ein paar Leben droppen könntet. Meistens sind Spiele ja nett. Und wenn man sie darum bittet, irgendwas zu machen, dann machen sie es meistens. Okay, Shop ist auf jeden Fall mega gut. Dann können wir unser eines Artefakt wieder abgeben. Hallöchen, ich hab da was für dich. Guck mal. Geil, oder? Wow, danke. Ein Sparschwein, nett. Oh, und wir können schneller schießen. Mega gut. Wir können schneller schließen. Was ist denn der Unterschied zwischen Nachladegeschwindigkeit und Feuer... Warte, Feuergeschwindigkeit ist dann wahrscheinlich einfach, dass die Fische einfach schneller fliegen, oder? Das könnte ich mir vorstellen, unter Feuergeschwindigkeit. Und Nachladegeschwindigkeit ist halt, dass wir häufiger schießen können. Oder aber es gibt Waffen, die wirklich jedes Mal nachgeladen werden müssen, irgendwie nach, keine Ahnung, so und so viel Schüssen. Das kann natürlich auch sein. Ich kenne ja keine anderen Waffen außer meine Fischwaffe hier, Leute. Ich habe ja nur einmal einen anderen Charakter, ich habe zwei Charaktere nur gespielt, glaube ich. Den Pinguin und den ganz normalen Charakter. Komischen Elektrowürmchen hier sind mir auch nicht geheuer. Kree akzeptiert keine Artefakte von irgendjemandem bis zum nächsten Bereich. Das ist okay, weil wir haben hier sowieso den Boss. Reduziert deine Ladegeschwindigkeit. Mega dumm. Explosionsbereich 50% erhöht. Habe ich Angst vor. Nachladegeschwindigkeit. Mega dumm. Wir werden schon zum Boss. Mit nur drei Leben. Na gut, damit wir ihn zumindest mal gesehen haben. Larve. Er hat nur ein Ding. Erstmal raffen, was er überhaupt macht. Okay, es ist eine Larve. Wir können ihn sofort angreifen. Um die Dinger zurück? Ja, das ist natürlich dumm. Ich glaube, dann habe ich hier leider keine gute Chancen. Mit nur einem Leben. Oh, was macht er jetzt? Ich habe irgendwie Angst, dass was von oben runterkommt. Okay, er droppt zumindest Leben, aber ein Leben langt jetzt nicht wirklich für irgendwas. Oh doch, okay. Ah, das sieht... Oh, hier sind überall diese grünen Dinger gespawnt. Die habe ich gar nicht gesehen. Okay, ich glaube, das war's, ja. Ach du Scheiße, okay, der ist assig. Verliesboss. Die Larve da. Die Larve, dabei hat er ja nur einen Teil. Also mit drei Leben schafft man den anscheinend nicht so gut. Gut, da würde ich aber sagen, was ist das mit dieser Folge? Wir haben zumindest zwei neue Bosse besiegt, den einen sogar besiegt. Mega gut. Ja, wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst ein Like da. Wenn ihr keine weiteren Folgen mehr verpassen wollt, auch ein Abo. Und ihr könnt mir auch gerne wieder sagen, wen ihr als nächstes hier mal sehen wollt. Vielleicht mal einen anderen Charakter oder sowas. Ich habe gesehen, bei der Umfrage war auch Hattie von Zombie weit oben hier. Der Hattie doch. Vielleicht spielen wir den nächstes Mal. Oder was ganz anderes, wenn ihr noch irgendwas Cooles im Workshop vielleicht gesehen habt oder so. Ich hatte auch mal wieder Bock auf das Schnabeltier. Auch wenn der natürlich nur 2 HP hat. Ja, aber ja, dann bis zum nächsten Mal und tschüss.